Drogenprävention ist ein wichtiger Bestandteil nicht nur der Polizeiarbeit, sondern auch von anderen Institutionen wie den Jugendeinrichtungen etc. Auch in der Polizeiarbeit leisten wir die Drogenprävention. Wir haben auf der Dienststelle zwei Präventionsbeamte, die zur rechten Zeit an den Schulen, in den Vereinen, auch durch unsere Jugendverkehrsschule, in den Kindergärten die Präventionsarbeit übernehmen. Also die Aktion mit dem Affen, die finde ich als sehr gelungen, weil sie auch dort anknüpft, wo die Einstiegsdroge einfach zu suchen ist. Wir haben den Alkohol immer als Droge Nummer 1 im Visier. Das ist unsere tägliche Arbeit, mit der wir uns auseinandersetzen. Und man kann nicht früh genug darauf hinweisen und die Kinder darauf vorbereiten, wie gefährlich Alkohol für ihr ganzes zukünftiges Leben sein kann. Ich habe sie als sehr informativ empfunden. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung und man hat auch eine gesunde Mischung zwischen karitativen Einrichtungen, Präventionsarbeit und auch Schule und auch die Situation mit den tschechischen Nachbarn als gelungen dargestellt gefunden. Und ich kann mir bloß wünschen, dass solche Stadtgespräche weiter fortgeführt werden, vielleicht zu anderen Themen, aber auch die Jugend natürlich betreffen.